Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, als direkt gewählter Abgeordneter in Ostthüringen, Bereich Gera, Greiz, Altenburger Land, bin ich sehr viel vor Ort, sollten Sie auch mal machen, und viel im Gespräch mit Bürgern und Vereinen. Auch das sollten Sie mal machen. Ich habe schon Vereinskonferenzen abgehalten, mich mit extrem vielen ehrenwerten Vereinsvertretern unterhalten. Und das Thema ist eigentlich immer das Gleiche. Die Vereine brauchen schlicht und ergreifend Geld. Geld fehlt überall. Und dabei sind die Vereine in Ostthüringen und ich meine auch in ganz Deutschland nicht größenwahnsinnig und wollen auch keine Millionenbeträge. Es geht meistens um Kleinigkeiten, um ein paar tausend Euro, um das Nötigste zu tun. Dach für das Feuerwehrhaus, Trikots für die Fußball- oder Handballjugend, Reisekosten für den Chor, Beleuchtungen, Anzeigetafel, Bestuhlungen, Stadionakustik, manchmal ein Rasenmäher oder schlicht einmal ein Vereinsfest. Manchmal kann ich persönlich helfen, je nachdem, wie meine Zivilprozesse so laufen. Manchmal kann ich aber auch nicht helfen. Und dann weise ich immer darauf hin, Leute, ihr könnt Lottomittel beantragen und auf die Gnade von Lottomitteln hoffen. Aber besser ist es, ihr macht einfach was gegen rechts. Denn da ist Geld da, ohne Ende. Und so empfehle ich dann immer, macht doch mal Grillen gegen rechts. Bei uns heißt das Rostern oder Braten gegen rechts. Macht Kicken gegen rechts, Tanzen gegen rechts, Singen gegen rechts. Dosen werfen gegen rechts, Bier trinken gegen rechts, ist auch sehr beliebt übrigens, Rodeln, Bogenschießen gegen rechts. Und die Vereine beantragen das dann unter diesen komischen Programmen, die sie von den Kartellparteien aufgelegt haben. Und dann kommt das Geld. Also wir können vor Ort wirklich gut helfen. Ein Ratschlag an die Vereine draußen, macht irgendwas gegen rechts. Ob ihr das dann macht, steht auf einem anderen Blatt. Aber beantragt irgendwas gegen rechts und das Geld kommt. Denn das ist traurige Realität in Deutschland. Kein Geld für die ehrenwerten Vereine, für die engagierten Vereine vor Ort da, aber viel Geld für groben Unsinn und viel Geld für linke Netzwerkorganisationen, Vorfeldorganisationen, islamistische Organisationen. Dafür ist Geld ohne Ende da. Und warum machen Sie das? Sie brauchen natürlich für die immer zahlreicher werdenden Arbeitslosen aus ihren Parlamenten, wo sie überall rausfliegen, brauchen sie Versorgungsposten, ist schon klar. Und da peppeln sie natürlich die Vereine an ihrer Seite, die dann wiederum die Antifa-Industrie ankurbeln, den Krampf gegen Rechtsmurks, den Genderquatsch und die linke Partei unterstützen. So wird ein Schuh draus. Wir machen das nicht mit, aber wir legen das offen, liebe Freunde von den Kartellparteien. Bittere Realität. Sie finanzieren linksextremistische Vereine, die dann wiederum den Steuerzahler terrorisieren und kriminalisieren. Wichtiger ist es aber, den Vereinen vor Ort zu helfen, die das Dorfleben am Laufen halten, die Freude machen vor Ort, die tatsächlich dafür da sind, dass die Menschen sich mit ihrer Landschaft und mit ihrer Gegend identifizieren. Deshalb ein winzig kleiner Schritt, die Entbürokratisierung, den die CDU beantragt. Aber wir meinen, es reicht natürlich nicht. Es muss mehr Geld in die Vereine gepumpt werden, weniger in die Linksextremistenvereine, die ich vorhin erwähnt habe, weniger in gendersensible Männerarbeit in Afrika oder agrarökologische Produktion für geschlechtergerechte ländliche Entwicklung in indigenen Gemeinden im Hochland von Guatemala. Das interessiert die Leute vor Ort nicht. Die wollen Geld, die brauchen meistens kleine Beträge. Helfen Sie da, wo es darauf ankommt, und streichen Sie da, wo es keinem wehtun würde, nämlich bei Ihren linken Vorfeldgruppen. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Auwe Tesfayesus.